Hey Leute, willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute bei Garnelio, hab Gizmo dabei und Faschad ist natürlich auch hier. Machen wir zu dritt eine Reaction. Und ja, genau, wir machen jetzt mal Reaction auf eure Aquarien zu dritt diesmal. Ja, sagen wir fangen mal direkt an mit dem ersten Aquarium von Kahn. Er schreibt: Hallo Sascha, ich bin Kahn, hab 350 Liter Aquarium. Er hat Probleme mit roten, schwarzen Belegen auf den Blättern, die vor 2 Wochen aufgetreten sind. Ich sage, wir schauen uns mal die Bilder an. Da Also, haben wir ihn. Kahn Das ist sehr ist. jung auf jeden Fall. Ja. Respekt, so sah ich auch aus, als ich angefangen habe, so jung. Bist du das vielleicht? Wer weiß, sieht mir sogar ähnlich ein Ja. bisschen. Geil, Also, so das. große Becken hatte ich nicht, als ich so jung war. Ja, schönes Eckaquarium. Als Bodengrund hat er, glaube ich, das dürfte Kies sein, ja. Ja. Algenfresser hat er drin. Und ich weiß gar nicht, was sind das hier für Fische? Das sind Buntbarsch, glaube ich, sind irgendein die Barsch, Fische. ja. Gehen wir erstmal an die Probleme, was er hat. Das sind diese Belege auf den Pflanzen, auf den Blättern. Aber das Becken sieht auch aus, als würde das noch nicht lange stehen. Das sind auf jeden Fall. Ja, wenn die Pflanzen sich umstellen. Von Emers auf Submers, dann sterben ja die Blätter ab. Und das sieht mir ganz danach aus, als wäre das der Fall, weil da kommen ja auch schon wieder grüne Blätter. Hier sieht man es ganz gut. Ja, und vor allem die Pflanzen, die es betrifft, sind halt auch sehr langsam wachsende Pflanzen wie Anubias. Die wachsen ja fast gar nicht, sage ich mal, also verglichen zu anderen Ja. Wasserpflanzen. Ja, das ist natürlich auch, die entziehen auch dem Wasser nicht so viele Schadstoffe. Was ich cool finde, da hat der Tigerlotus drin. Die wachsen sehr schnell und wurzeln sehr schnell. Das sind auf jeden Fall, wenn man mehr so Pflanzen drin hat, dann hat man auch weniger ein Algenproblem, weil da auch Nährstoffe aus dem Wasser gezogen werden. Ja, und was soll man bei denen beachten, wenn man sie nicht nach oben wachsen lassen will? Weißt du das? Boah, ich habe die immer voll wuchern lassen, aber du kannst halt einzelne Blätter entfernen, Nein, wenn so. du die Blätter, sobald die nach oben steigen, bevor die die Wasseroberfläche erreichen, wenn du die abschneidest, dann wachsen die nicht bis ganz nach oben, sondern wachsen buschig unten am Boden. Ernsthaft? Ja. Krass, das wusste ich nicht. Mein Becken war irgendwann mal einfach 5 Kilo Die Tigerlotus. nehmen halt auch viel Licht dann weg, ne? Ja, dann wird's wieder zum Nachteil. Ja, also wie gesagt, schönes Aquarium hast du da, Kahn. Und ja, wegen den Pflanzen, also wegen den Blättern, schneid einfach die Blätter, die so aussehen, schneid die einfach ab, weil ja, die lösen sich sowieso auf jetzt nach der Zeit. Und ja, die neuen, die dann kommen, die sind dann algenfrei. Ja, ansonsten ja, wie gesagt, schönes Becken. Algenfresser hast du genug drin. Hast du gut gemacht. Ich würde noch einen, also jetzt optisch stört es mich ein bisschen, den Thermometer, den du da so im Freien so positioniert hast, positionier den noch auf der rechten Seite irgendwie neben dem Pflanzengebüsch, dann fällt er nicht so auf, weil so fällt es ein Genau da, bisschen ins Auge. wo der Dropchecker ist zum Beispiel. Genau. Weil so oft musst du da jetzt auch nicht drauf gucken und wenn du guckst, kannst du ja in die Ecke gucken. Und was ich noch sehe, du hast einen Flipper hinten drin, einen CO2-Flipper. Ich würde dir empfehlen, tausche ihn lieber aus gegen einen Diffusor, weil da hast du einen viel höheren Wirkungsgrad, was das CO2 angeht. Und ja, dieser Flipper nimmt halt auch unheimlich viel Platz da hinten weg. Das ist ja ein Riesenteil. Klar, das sitzt in den Pflanzen, wächst auch irgendwann zu, aber so ein Diffusor ist halt vom Wirkungsgrad viel besser und auch von der Optik her. Ja. Aber ansonsten hast du gut gemacht, Kahn. Super. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Aquarium. Von Klaus Taubert aus Österreich. Grüße gehen raus. Liebe Grüße. Und er schreibt, das Becken steht 2 Jahre, ist 1 Meter auf 40 auf 50. Außenfilter ist ein Tetra EX800 mit diversen Schwämmen und Seacam-Matrix. Beleuchtung zweimal Juwel-Helalux Spektrum mit Smart Control über das Heimnetzwerk. Ein Düngeautomat da dran. Ist auch eigentlich relativ selten. Ja, sehe ich auch nicht so oft. Ja, gedüngt wird mit Aquarebell NPK 8 ml am Tag, Eisen 5 ml am Tag, Kalium 5 ml am Tag. Gehst du mal was da auszusagen dazu? Ja, der wird stutzig, hat man Ja, gehört. genau. Dann hat er einen Eheim-Skimmer dran, Osmoseanlage mit Druckerhöhungspumpe. Auch eine ganz gute Sache mit Druckerhöhungspumpe, da spart man einiges an Wasser, an ja, Ausscheidungswasser. Die Wasserwerte: Gesamthärte 5, Carbonathärte 3,5, Leitfähigkeit 243 Mikrosiemens und CO2 20 Milligramm pro Liter. Wasserwechsel 100 Liter wöchentlich. Besatz, lest du mal vor. 17 Keilfleck-Bärblinge, 10 Rotkopfsammler und unzählige Amanus und Retriligarnelen, unzählbare Rennschnecken, alles Krass. im Becken. Gut, dann schauen wir uns das Becken nochmal an. Okay. Ja, sieht schon. Also auf den ersten Blick ist schön. Ja. Auf den zweiten Blick Auf den auch. zweiten Blick. Das Bild ist ein bisschen unscharf, ne? Ja, es ist jetzt nicht so ganz hochauflösend, Deswegen aber ganz wichtig, immer wenn ihr mir Bilder schickt, immer hochauflösende schicken, weil sonst. am besten die Originaldatei, nicht die, die ihr dann bei Instagram hochgeladen habt oder woanders. Genau. Hey, was Ansonsten. soll ich sagen? Also, da gibt es hier so eine kahle Fläche. Ich Ja, weiß, hier. erst dachte ich, da sind die Pflanzen braun, aber einfach, die ist einfach lokal, glaube ich. Muss ja aber auch nicht überall grün sein, Wenn das oder? Becken Was aber meinst du? 2 Jahre schon steht, ist es eigentlich merkwürdig, dass da vorne ein bisschen kahl ist. Das stimmt schon. Ansonsten hat er da hinten, glaube ich, Weeping Moos, was so schön nach unten wächst. Genau, hier an den Ästen, ja. Das feiere ich als alter Moosliebhaber. Ja, du Finde ich kannst das ja mal geil. deine Story eigentlich gerade mal Genau, erzählen. dieses Weeping Moos, was du im Becken hast, hat der junge Farshad mit 14 Jahren nach Deutschland eingeführt zum ersten Mal.
Das ist meine Geschichte zum Weeping-Moos. Also der Urtrieb deines Weeping-Moos kam aus meinen Händen. Also müsste es eigentlich das Fahrstadtmoos heißen, eigentlich oder? Eigentlich schon. Schade, dass es schon damals einen Namen hatte. Aber ansonsten, keine Ahnung, das Becken schien ja groß zu sein. Und der Meter, Ersatz ne? Ist jetzt Feier, dass halt das Becken nicht voll gepumpt hat mit Tieren so. Ein paar Retriligarnelen drin, ein paar Amanos. Aber stimmt das, dass, ich glaube, wenn man will, dass die Rotkopfsalmonellen ein bisschen mehr im Schwarm schwimmen, müsste man jetzt eigentlich irgendwas etwas Größeres noch mit reinsetzen. So ein Buntbarsch-Pärchen oder irgendwas, gell? Dass die ein bisschen Schiss kriegen, dass die halt... Ja, würde ich trotzdem nicht machen, damit die Retriligarnelen leben. Okay. Ja, also die Optik wäre geil, aber ja. Aber ich mag es irgendwie, dass da nur kleine Tiere sind. Ja. Und ansonsten, was sagst du zum Hardscape? Ja, das ist ein schönes Nature-Layout. Ja, ja. Hat auch so ein bisschen Details angedeutet mit den Wurzeln vorne. Ja, sieht schön aus. Ja. Was ich vielleicht nicht gemacht hätte, ist, ich glaube, hinten ist eine Tripartita oder irgendwas, wenn ich es richtig sehe. Diese mit diesen, wie so Pilzköpfe. Die hätte ich vielleicht eher in den Vordergrund gesetzt und hinten vielleicht irgendwie ein bisschen höhere Eleocharis oder sowas. Weil das nimmt so ein bisschen die Tiefenwirkung weg. Aber ansonsten, gut, wie gesagt, nächstes Mal vielleicht ein bisschen besseres Foto, hochauflösender. Dann erkennt man noch ein bisschen mehr. Aber ja, schön gemacht. Und vielleicht nochmal ganz kurz die Säulkante vorne. Am besten so niedrig wie möglich halten, vorne im Vordergrund. Und nach Möglichkeit auch komplett gerade. Weil gerade diese Ecke da vorne links, die macht so ein bisschen, Bild so ein bisschen. Das ist nur so alt. Aber ansonsten, schönes Becken für den Österreicher. Nein, Spaß. Da bewerten die Piefke jetzt dein Becken. So, das nächste Aquarium ist von Marcel. Liebe Grüße, Marcel. Liebe Grüße, Grüße gehen raus, ja. Und ja, das feiere ich auf jeden Fall. Er hat nämlich geschrieben, nach meinem Tutorial für Bonsai on the Rocks Paludarium hat er das nachgebaut. Und ja, kurz zu den Daten. Größe 60-30-18, ist ein Doha-Becken. Steht seit August 2018. Ein Erbsenkugelfisch und... Was ist das denn? Ein Erbsenkugelfisch und ein paar aussortierte Garnelen, die gleichzeitig Futter sind. Was? Das ist nicht dein Ernst. Jetzt gleich unten durch. Kann doch nicht sein hier. Denale-Heizer ist drin, eine Compact On 300, das ist wahrscheinlich die Förderpumpe. Und er düngt einmal pro, nee Quatsch, Wasserwechsel einmal pro Woche 40-50%. Düngen tut er gar nicht. Schauen wir uns mal das Becken an. Wow, krass. Ja. Ey, und vor allem, der hat gesagt, das ist 60 cm, so ein 60er Becken. Das sieht voll groß aus. Ja. Das sieht irgendwie, also das hat er geil hinbekommen, das ist einfach riesig. Auf jeden Fall. Er wollte ein paar Verbesserungsvorschläge von mir haben. Ja, viel zu verbessern gibt es da eigentlich nicht. Hättest du vielleicht einen etwas größeren Bonsai nehmen können, den ein bisschen höher setzen, dass der halt ja nicht von dem Stein so verdeckt wird. Aber ansonsten, vielleicht vorne, hinten links, vielleicht ein bisschen abflachend. So, das halt, ich blende dir einfach mal ein Bild von meinem Bonsai in den Rocks ein, dann siehst du vielleicht, was ich meine. Dass es halt vorne ein bisschen abfällt, dass das Ganze ein bisschen als mehr als Insel wirkt und ein bisschen mehr Tiefe halt kriegt. Aber ansonsten hast du echt gut gemacht. Echt super gemacht. Und dann vor dem Bonsai wachsen so ein paar Pflanzen nach oben, das sieht aus wie Myrophyllum oder sowas, glaube ich. Die würde ich halt vielleicht ein bisschen kürzen, weil die ja vor dem Bonsai dann wachsen, aber ansonsten... Jetzt mal eine Frage an dich, weil ich habe noch nie so ein Bonsai-Becken gehabt. Wie kriegst du das hin, dass das oben da alles immer... feucht und bleibt oder muss es gar nicht. Also ich habe eine Pumpe unten drunter gebaut. Mhm. Also unter dem Bonsai stand bei mir eine Pumpe. Der Bonsai war in der Schale drin und ich habe Schläuche nach oben gelegt und habe sozusagen ein Bewässerungssystem über die Steine gemacht und habe dann da das Moos drauf gepackt, weil das Moos saugt sich voll und auf das Moos dann halt die Pflanzen drauf gepackt. Und es hat gut geklappt. Das hat super geklappt, okay. Ja. Cool, also man muss jetzt nicht mit so einem befeuchtetes. Nö, weil wie gesagt, die Pumpe, die fördert dann das Wasser über die Steine und hält das dann alles nass da oben. Okay. Ah, ja. Und auch gleichzeitig schon ein Biofilter. Ja, ist auf jeden Fall super gemacht. Auch die Details hier mit den Moorwurzeln. Sieht top aus. Wie gesagt, also den Bonsai vielleicht ein bisschen höher. Und ja, aber eigentlich kannst du das so lassen. Ich meine, ist ja dein eigener Stil mit dem Layout. Ja, aber gefällt mir gut. Super gemacht. Zwei Daumen nach oben. Ja. Und einen halben Daumen nach unten für die Garnelen von Fahrstadt. Aber. Ja, stimmt. Das habe ich vergessen. Ja, drücke ich jetzt ein Auge zu. Das Layout macht's wieder weg, ne? Ja, super. Dann... machen wir mal weiter mit dem nächsten Aquarium. So, das nächste, die nächsten Aquarien sind von Marcel Kafka. Der schreibt, Standzeit zu dem Zeitpunkt 3 Monate. Ein 250 Liter Becken, Besatz Perlum-Bärblinge, Red Fire Sakura Garnelen, Oase Außenfilter, Beleuchtung 9 Stunden am Tag, einmal die Woche 50% Wasserwechsel. Helfen könntest du mir, wenn du mir sagst, wie ich die, boah, kannst du den Namen aussprechen? Kiala Haruta bekomme. Das Licht sollte locker dazu reichen mit ca. 60 Lumen pro Liter. Schauen wir uns mal an, das erste Bild. Also, es wird wahrscheinlich vom Neuaufsetzen sein, kurz nach der Einrichtung. Was sind denn das für Dinger hier unten? Das
Das ist ja crazy. Sieht aus wie so Quallen oder sowas. Also ich hätte jetzt so gedacht, das ist vielleicht so eine Futterschale, aber warum dann zwei im Becken? Das Bild ist leider nicht so hochauflösend. Ja, und das Becken ist noch ein bisschen drüber. Wahrscheinlich echt gerade nach dem Bepflanzen. Ich würde sagen, das ist schon fast schon zu früh. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, was das genau ist da unten, was du da rein hast. Also ich muss ehrlich sagen, noch gefällt mir das Becken nicht. Das ist halt gerade neu eingerichtet, ne? Ja, deshalb ist es schwer, das zu bewerten. Wir schauen uns mal die anderen Bilder an, weil ich glaube, er hat noch eins geschickt, wo das jetzt ein bisschen länger steht. Nee, das ist dasselbe Becken. Ach, krass, okay. Das ist dasselbe Becken. Aber man muss auch sagen, das erste Bild hättest du auch nicht schicken können, weil das Bild war auch nicht gut. Weil beim zweiten Becken, wenn man jetzt so den Unterschrank dazu sieht und alles, ja, das sieht schon ganz anders aus. So. Auf jeden Fall, ja, schön gewachsen. Ja, okay. Ich nehme meine erste Kurzbewertung. Und ich glaube, ich sehe auch was. Ich glaube, das war wirklich so eine Futterschale oder sowas. Das steht nämlich hier auch wieder drin. Ja, das finde ich, also da würde ich wärmstens empfehlen, auf garnelio.de zu gehen und dir eine Futterschale zu kaufen, die nicht so überdimensioniert ist, weil. Genau, ihr habt so ganz kleine, ja, so. Ganz so, kleine, ja, aus Glas. Wir haben auch welche aus Terrakotta, die dann auch nicht so durchs Becken fliegen, weil die schwerer sind und die kannst du locker hinter so eine Pflanze verstecken. Du hast schon ein schönes, sehr schönes Becken, aber das macht halt viel kaputt, wenn da gerade an der krassesten Stelle irgendwie so ein eine Futterschale drin ist. Futterschale, ja. Oder ich weiß nicht, ob das so eine normale Ikea-Schale ist. Sieht aus wie eine normale Essenschale, so eine Müsli-Schale oder sowas, gell? Ja, deshalb, das finde ich nicht so schön. Ja, aber ansonsten ist es schön gewachsen, also das, ja, Moos. Was du dir vielleicht hättest schenken können, ist die eine Mooskugel hier vorne in der Mitte. Weil die macht so ein bisschen das Bild kaputt, die passt irgendwie da gar nicht rein. Die würde ich komplett rausnehmen, würde da vielleicht noch ein bisschen Moos dran machen. Ich bin eh nicht so ein Fan von Mooskugeln. Aber ich weiß, was du meinst. Also, ich weiß, sind die wichtig für Garnelen? Eigentlich auch nicht so. Nee, oder? Muss nicht sein. Man muss nicht mit Mooskugeln arbeiten. Also im Aquascaping finde ich die sowieso nur dann geil, wenn du die zerfledderst und irgendwie. Wenn es dann wie so ein Bewuchs, ja, aussieht. So die klassische Mooskugel ist halt so eine Spielerei im wirbellosen Becken, die man halt, ja, so rumfliegen hat. Aber in so ein Aquascape weiß ich nicht, ob das wirklich. Ja, ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass die Mooskugeln sich irgendwann auflösen, dass es halt dann diese klare Vorhalten da gibt. Die kriegt man ultra schwer wieder aus dem Aquarium raus. Also von daher, die würde ich rausnehmen. Aber ansonsten hast du es echt schön gemacht. Die Pflanzen im hinteren Bereich, dass die so schön flach gehalten sind, macht auch was her, gibt auch noch ein bisschen mehr Tiefe. Aber ja. Was du vielleicht mal machen kannst, ist vorne die Alternatera ein bisschen runterschneiden. Die nimmt ein bisschen Überhand, glaube ich, hier im vorderen Bereich, dass die ein bisschen flacher ist. Aber ansonsten hast du echt schön gemacht. So, da hat er noch ein Becken. Er hat noch ein Foto und noch ein Becken. Ah, okay, ist auch was. Ah, das ist ein neu aufgesetztes, ja. Ja, aber. Ja, da kann man noch nicht viel zu sagen. Ja. Kannst du ja mal ein Update schicken, wie es sich entwickelt. Vor allem bei deinem Becken ist ja so, dass sie dann noch einen riesen Sprung hinlegen können. Wie man jetzt beim ersten. Das war fast allen Becken so, ja. Deshalb, ja, da. Sollte er nochmal in ein paar Wochen oder Monaten, ja, noch ein Bild schicken. Da hätte ich vielleicht eine kleine Sache zu bemängeln. Die Alternatera Rosa Nervik hätte ich da hinten links nicht hingesetzt, weil die viel zu große Blätter hat für den Hintergrund. Die würde ich komplett rausnehmen, bitte vielleicht eine Rotalahara oder sowas hinsetzen. Ach genau, und er hat ja gefragt nach einem Tipp, wie er die Pflanze von dem anderen Becken hier, wie er die richtig rot bekommt. Hinterrot. Wie rote werden die noch nicht? Nee, er meint die im Hintergrund wahrscheinlich. Ach so, okay. Ja, warte, erstmal ein bisschen nach oben gewachsen sind. Normalerweise bei dem Licht werden die schön knallig rot. Also einfach mal abwarten, bis die ein bisschen mehr nach oben gewachsen sind. Die sind jetzt halt noch ein bisschen flach. Und ja, umso mehr Licht die halt bekommen, umso knalliger rot werden die. Das ist mal zu deiner Frage. Und ja, wie gesagt, das andere Becken, schick uns mal vielleicht ein Update. So nach 3 Monaten oder sowas, wenn das richtig eingewachsen ist. Ansonsten hast du es schön gemacht. Der Bonsai da hinten rechts, der wird bestimmt auch ganz gut kommen. Ja, wie gesagt, ich bin immer auf ein Update gespannt. Was sagst du? Jetzt mache ich hier auf Profi-Aquascaper. Also ich weiß nicht, also ich finde irgendwie, wenn der Bonsai so groß ist und die Steine viel größer, wirkt dieser Bonsai nicht mehr so. Ja, weißt du, was ich meine? Die LHAs, wenn die komplett zuwächst, dann wirken die Steine auch viel, viel kleiner. Ah, okay. Dann werden die so ein bisschen überwuchert. Ja, deswegen mal ein Update schicken. Warten, ja. Ja. Ah ja, perfekt. So. Vielleicht den spitzen Stein, der hat eine etwas gerade Kante. Vielleicht kannst du den nochmal austauschen in, ja, vielleicht ein bisschen strukturierteren Stein. Aber ansonsten, wie gesagt, mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und ja, vielleicht nochmal ein Update schicken. Ja, dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende vom Video. Das war das letzte Becken. Cool. Habe ich mal auch sowas mitgemacht. Ja, hat mich gefreut, dass du mal dabei warst. Aber deine Community hat auf jeden Fall jetzt, wenn man so alles in allem nimmt, schon starke Becken am Start. Ja. Ja, Props. Nochmal ganz kurz, weil ich ständig Nachrichten bekomme, wann ich endlich das Becken von dem einen oder anderen bewerte. Fascha hat es eben gesehen. Ich habe da, glaube ich, 100 Einsendungen drauf. Und ich tue die immer nach und nach abarbeiten. Bei den Becken natürlich nur die auch Sinn machen, weil es sind manchmal auch Fotos dabei, die kreuz und quer durcheinander gewürfelt sind oder wo man nicht wirklich was drauf erkennt. Da werde ich bei Gelegenheit dann mal die Leute anschreiben, mit denen sagen, dass sie vielleicht mal neue Fotos schicken sollen. Aber es dauert leider. Ich bin jetzt erst bei Mitte,
Ende Januar bin ich jetzt gerade. Und ja, wie gesagt, es dauert halt, bis ich alle bewertet habe. Das ist halt einiges am Start. Was sagt ihr zu den Bewertungen? Genau, schreibt mal in die Kommentare. Und checkt auf jeden Fall mal hier Faschert Garnelio aus. Blende ich euch oben mal ein. Macht auch geile Videos. Support ist kein Mord. Genau. Abonniert Garnelio. Vielleicht sollten wir auch mal so Garnelenbecken bewerten. Genau. Das war auch eine Idee. Wir können ja mal einen Aufruf starten. Wenn ihr Garnelenbecken zum Bewerten habt, schickt die doch einfach mal an Faschert. Ja. E-Mail-Adresse blende ich euch unten in der Beschreibung ein. Es müssen nicht irgendwie ästhetische Becken sein. Wir können auch Zuchtbecken bewerten und wir geben Tipps, wie man das besser gestaltet, dass die Vermehrung besser klappt. Genau. Und ja, da müsst ihr jetzt nicht denken, ihr müsst die Aquascapes rüber schicken. Ja, die können auch richtige Haltungsbecken sein und dann gibt man Haltungstipps. Oder wenn jemand Probleme mit irgendwie Garnelenhaltung oder sowas hat, könnt ihr ja auch mal eine E-Mail schreiben mit ein paar Fotos oder sowas. Und ja. Wie gesagt, E-Mail-Adresse blende ich euch unten in der Beschreibung ein. Dann schickt einfach mal Faschert ein paar Fotos und ich denke mal, er wird bestimmt auch mal auf das ein oder andere Becken ein Video machen und reagieren. So, doch gut. Dann machen wir das doch so. Gut, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.